Hamburg-Finkenwerder, das Airbus-Werk. 22 Flugzeuge erblicken hier jeden Monat das Licht der Welt. Jedes ein gigantisches Hightech-Puzzle. Und sie hier bringt das Zubehör dafür, die Beluga. Ein von Airbus selbst entwickeltes Transportflugzeug für Flugzeugteile. Gerade gelandet aus Toulouse. Entladen wird in einer Halle, damit Wind und Wetter nicht stören. Der Laderaum der Beluga ist gigantisch. Bis zu 47 Tonnen kann der Jet transportieren. 5 Exemplare gibt es, die täglich zwischen den zahlreichen Standorten in Europa pendeln. Flügel aus Großbritannien, Cockpits aus Frankreich und so weiter. Heute ist die Ladung eher leicht. Es handelt sich um Höhenleitwerke für die A320-Familie. Auf der anderen Seite der Halle warten bereits Bauteile, die nach Frankreich fliegen sollen. Die Endmontage der Airbus-Flieger findet vor allem in Hamburg und Toulouse statt. Doch auch in China und den USA gibt es inzwischen ein Werk. Hier entstehen die verschiedenen Modelle der A320-Serie. Die Halle spuckt alle 2 Tage einen solchen fertigen Jet für die Kurz- und Mittelstrecke aus. Eine Kopie der Montagelinie steht auch in den Werken in Tianjin und Mobile, Alabama. An verschiedenen Stationen werden jeweils immer die gleichen Teile montiert, im Schichtbetrieb rund um die Uhr. Die Flugzeuge wandern dabei von links nach rechts, ein Fließband für 100 Millionen Dollar Produkte. Diese gigantische Halle ist Airbus Flaggschiff vorbehalten, der A380. Hier ein Exemplar für den größten Kunden, Emirates aus Dubai. Das Flugzeug schwebt auf Stützen, so ist auch das Fahrwerk für Tests nutzbar. Das größte Passagierflugzeug der Welt bekommt in Hamburg seine Innenausstattung. Rund 30 Tage dauert es, bis Wände, Sitze, Küchen und Toiletten verbaut sind. Dann können bis zu 853 Passagiere auf einmal rund um die Welt transportiert werden. Den besten Überblick gibt es natürlich vom Tower. Rechts liegen die Lackierhallen. Der Beluga startet gerade wieder nach Toulouse, denn die Produktion muss immer weitergehen.